Hallo Silvester, hallo da draußen. Heute haben wir den ersten Vortrag aus unserer regulären Reihe. Der Titel ist: Warum ändert sich unser Klima? Ich glaube, Silvester interessiert das nicht so sehr, wie es jetzt euch interessiert. Er wird sich wahrscheinlich gleich aus dem Staub machen. Ja, bleibt doch ein bisschen hier. Nein. Okay, dann beginnen wir einfach. Herzlich willkommen nochmal zum heutigen Vortrag, warum ändert sich unser Klima? Und ich habe dieses Diagramm hier ja schon mal gezeigt, in dem es um die historische Temperaturentwicklung geht. Und den Anstieg der Temperatur, den wir seit 1880 beobachten. Und wir hatten auch beim letzten Mal gehört, warum es Sinn macht, Abweichungen zu geben von einer Durchschnittstemperatur, und die Durchschnittstemperatur ist hier gewählt als die Durchschnittstemperatur der Periode zwischen 1940 und 1980, weil hier die Temperatur über einen relativ langen Zeitraum ziemlich konstant geblieben ist. Alle Temperaturen darunter sind als negative Abweichungen, darüber als positive Abweichungen gekennzeichnet. Wir haben auch gesehen, dass die Daten natürlich von Jahr zu Jahr stark rauschen und dass es deswegen Sinn macht, gleitende Mittelwerte anzugeben. Und was wir hier gewählt haben, ist der gleitende 5-Jahres-Mittelwert, und das ist die rote Kurve, die man hier sieht. Gleichzeitig sind auch noch Standardabweichungen gegeben für die einzelnen Messpunkte. Alles, was man braucht, um so ein Diagramm statistisch interpretieren zu können. Und wir haben auch gesehen, zwischen 1880 und heute haben wir eine Spanne von ungefähr 1,2 bis 1,4 Grad Celsius. Und den Grund dafür, den wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen und die Auswirkungen zum Teil beleuchten. Dieses Diagramm ist zwar mit sehr viel Details versehen, aber es gibt andere Darstellungen, die wesentlich anschaulicher sind. Und das ist ein Diagramm, was Ed Hawkins entwickelt hat. Und hier sind die Abweichungen von der Durchschnittstemperatur. Die Durchschnittstemperatur zwischen 1940 und 1980 als Null sind hier weiße Streifen. Alles, was kälter ist, ist blau. Je kälter, desto dunkelblauer, und je wärmer, also je höher die positive Abweichung, desto röter. Und diese Warming Stripes sind mittlerweile sehr bekannt worden. Man kann die sich im Internet für praktisch jeden Ort dieser Erde herunterladen. Und es ist sofort intuitiv sichtbar, wie sich die Temperatur in einem bestimmten Bereich geändert hat. Das war nicht das Einzige, was der Ed Hawkins gemacht hat. Er hat dann noch die Climate Spirals eingeführt, also die Klimaspiralen. Und was wir hier sehen, ist die Änderung der globalen Durchschnittstemperatur zwischen 1850 und 2018. Und die Spirale bildet sich im Laufe eines Jahres. Und wir sehen, wie wir von Anfang von 1850 bis 2018 die ganze Erwärmung durchlaufen. Wir fangen hier mit sehr blauen Werten an, also unterhalb der Mitteltemperatur. Und dann erreichen wir in den 40er, 50er, 60er Jahren die Durchschnittstemperaturen. Dann haben wir die positiven Abweichungen. Und wir erreichen heute ungefähr diesen Ring, der die 1,5 Grad Celsius markiert. Was man aber sieht, ist, es ist relativ gleichmäßig. Das heißt, wir haben keine großartige jahreszeitliche Verteilung. Oder anders ausgedrückt, es ist im Januar um mehr oder weniger genauso viel zu warm, wie es im Juli auch zu warm ist. Und man kann diese Klimaspiralen auch verwenden, um zukünftige Temperaturentwicklungen zu projektieren. Und hier ist ein Modell genommen, was vom IPCC entwickelt wurde, das Coupled Modeling Intercomparison Project 5 oder CMIP5 abgekürzt. Und hier sehen wir eine Projektion bis ins Jahr 2100, und wir erreichen da nach diesem Modell
tatsächlich eine 5-Grad-Grenze. Da muss man immer vorsichtig sein. Das sind Projektionen. Projektionen beinhalten Modellvorstellungen. Und nicht nur Modellvorstellungen, die richtig oder falsch sein können, sondern Vorstellungen, wie menschliches Handeln in der Zukunft aussehen kann. Ja, wenn dieses sich ändert, dann werden sich natürlich auch die Projektionen ändern. Und deswegen sind solche Projektionen in die Zukunft immer mit relativ großen, breiten Bereichen markiert. Weil wir natürlich nicht genau wissen können, wie sich das Verhalten der Menschheit in der Zukunft ändern wird. Und das ist jetzt nur ein Szenario. Es gibt noch sehr viel andere, aber alle laufen auf eine sehr starke Zunahme der Temperatur hinaus. Beim Business as usual, also wir ändern gar nichts im Bereich von 5 bis 6 Grad und die günstigsten Modelle enden bei 2 Grad Celsius Erwärmung, wenn wir sofort Handlungen ergreifen, die zum Beispiel den CO2-Ausstoß bis 2050 auf Null absenken. Diese Spirals müssen nicht immer symmetrisch sein. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht für eine sehr unsymmetrische im Jahresgang. Und das ist das Meereisvolumen in der Arktis. Und natürlich sehen wir hier, die Kurve ist auf dieser Seite stark abgeplattet. Das heißt, wir erreichen hier den kleinen Ring im August, September, ja, in unserem Sommer. Und die größte Ausdehnung des arktischen Meereises haben wir Februar, März, April, ja, im Winter. Und man sieht hier, dass diese Spiralen tatsächlich auch einen starken Jahreszeitengang haben können. Und jetzt noch ein Beispiel für eine Spirale, die im Grunde gar keinen Jahreszeitengang hat, sondern extrem gleichmäßig ist. Und das ist der CO2-Gehalt der Atmosphäre. Wir fangen bei 280 ppm, dem vorindustriellen Gehalt, an. Und gehen jetzt schrittweise immer weiter bis ins Jahr 2017 und enden 2017 bei 407 ppm. Ppm war die Angabe Parts per Million, das heißt ein Teil, ein Volumenteil CO2 pro einer Million Volumenteilen Luft. Und wir sind heute im Jahr 2020 bei 14,3 ppm CO2 angekommen. Ja, um die Temperaturänderung zu beschreiben, physikalisch, müssen wir uns die Strahlungsbilanz ansehen. Weil was natürlich passiert ist, es wird Energie durch die Sonne auf die Erde eingestrahlt, die Erde verliert Energie durch Abstrahlung. Und zwischen diesen beiden Prozessen gibt es ein Gleichgewicht. Und die Lage dieses Gleichgewichts entscheidet darüber, was für eine Durchschnittstemperatur auf der Erde herrscht. Also wir haben sowohl Energieeinstrahlung durch die Sonne, die liegt im sichtbaren Bereich, als auch Abstrahlung der Erde, die liegt im Infrarotbereich. Und dann gibt es noch verschiedene andere Prozesse, nämlich latente Wärme, also sogenannte latente Wärme, die auf Verdampfen und Kondensieren zurückgeht, das heißt Wolkenbildung. Wir wissen, wenn ein Stoff kondensiert, dann wird die Kondensationswärme frei. Auf der anderen Seite, wenn man eine Flüssigkeit verdampft, muss man die Verdampfungsenthalpie aufbringen, um sie von der flüssigen in die Gasphase zu überführen. Und dann haben wir noch jenseits der reinen Strahlungsbetrachtung, also Ein- und Ausstrahlungsbetrachtung, noch Moleküle in der Atmosphäre, die Infrarot emittieren können. Und zwar in beide Richtungen. In den Weltraum, dann verlieren wir sozusagen die Energie, die in dem Photon steckt, oder zum Erdboden, dann erwärmt die den Erdboden. Und ich habe es jetzt schon mal erwähnt, verschiedene warme Körper strahlen in verschiedenen Spektralbereichen. Und hier ist mal der gesamte Spektralbereich gezeigt. Also ganz auf der linken Seite fangen wir mit dem kurzwelligsten an oder mit der größten Frequenz der Gammastrahlung und kommen dann, je langwelliger wir werden,
zur Röntgenstrahlung, dann schließlich zum Ultravioletten, zum UV. Dann dieser ganz kleine Ausschnitt hier in der Mitte, das ist der sichtbare Bereich. Das ist das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Dann haben wir im Anschluss auf der roten Seite das Infrarote, daran sich anschließend die Mikrowellen, die Radiowellen und dann die Langwellen. Hier unten ist die Wellenlänge in Meter angegeben. Also wir überstreichen hier 24 Größenordnungen. Ja? Wir gehen von 10 hoch minus 16 Metern für die Gammastrahlung bis auf 10 hoch 8 Meter für die Langwellen. Und im Bereich um 10 hoch minus 9 Meter, also bei den Nanometern, da sind wir im sichtbaren Spektrum, und zwar genauer zwischen 400 und 700 Nanometer. 400 entspricht dem blauen Ende und 700 Nanometer entspricht dem roten Ende des Spektrums. So, hier ist mal gezeigt, wie sich die Strahlungsenergie der Sonne spektral verteilt. Und zwar, das ist die gemessene Kurve, ist die gelbe Kurve. Und diese Verteilung nennt man eine Planck-Verteilung. Und in Grau ist die theoretische Schwarzkörper-Planck-Verteilung für eine Temperatur von 5777 Kelvin angegeben. Und wir sehen, diese Kurve der theoretischen Planck-Verteilung folgt eigentlich der gemessenen Strahlungsstärke der Sonne sehr schön. Und was man hier auch sieht ist, ich habe angegeben, es ist die extraterrestrische spektrale Bestrahlungsstärke. Das heißt, wir sind außerhalb der Atmosphäre gegangen, um zu verhindern, dass Bestandteile der Atmosphäre schon Anteile der Sonneneinstrahlung absorbieren. Die Abweichungen sind natürlich auch dadurch gegeben, dass auch die Sonne bei der relativ hohen Temperatur von fast 6000 Kelvin kein perfekter schwarzer Strahler ist. So, die Fläche unter dieser Kurve, also unter der spektralen Bestrahlungsstärke in Abhängigkeit von der Wellenlänge, gibt uns eine Größe an, das nennt man die Solarkonstante. Das ist nämlich die Leistung, die die Sonne pro Quadratmeter auf die Erde einstrahlt. Und dieser Wert ist ungefähr 1367 Watt pro Quadratmeter. Also bei senkrechtem Sonneneinfall haben wir 1367 Watt pro Quadratmeter Leistung, die die Sonne auf die Erde einstrahlt. Und jetzt schauen wir uns diese Strahlungsbilanz mal im Einzelnen an. Also auf der linken Seite sehen wir die Einstrahlungskurve der Sonne. Sehr warm oder sehr heiß, um genau zu sein. Das heißt, die Emission der Sonne ist sehr kurzwellig. Die beginnt hier im Ultravioletten, ja, bei ungefähr 200 Nanometer haben wir hier ganz links den Bereich. Ich habe jetzt hier unten die Skala gewählt in Mikrometern, also 0,2 Mikrometer sind 200 Nanometer in der Wellenlänge. Und in der Mitte, also im Maximum der Strahlungsverteilung, sind wir im sichtbaren Licht. Das genaue Maximum liegt bei 560 Nanometer in etwa. Das ist da, wo unser Auge auch die größte Empfindlichkeit hat. Und das Spektrum der Sonne geht bis ins Infrarote. Und die Erde ist natürlich wesentlich kälter. Und die Erde strahlt deswegen langwelliger ab, und zwar im Infraroten. Das ist die Abstrahlungscharakteristik der Erde. Die liegt komplett im Infraroten. Und das ist ein bisschen zu schnell. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles, was eingestrahlt wird, auch wieder abgestrahlt wird, dann können wir mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz und der Fläche unter diesen beiden Kurven uns die durchschnittliche Temperatur der Erde ausrechnen, wenn wir die Sonnentemperatur kennen. Und mit einer angenommenen Sonnentemperatur hier, das ist die Oberflächentemperatur von der Sonne, von 5700 Kelvin, haben wir für die Erde eine Temperatur von 255 Kelvin ausgerechnet, nach diesem reinen Strahlungsmodell. 255 Kelvin, der absolute Nullpunkt ist bei minus 273 Kelvin, sind also minus 18 Grad Celsius. Das ist für eine Durchschnittstemperatur verdammt kalt.
wenn man die ungefähre globale Durchschnittstemperatur nimmt, und ich hatte ja schon in der ersten Vorlesung darauf hingewiesen, dass es ziemlich schwierig ist, die zu ermitteln, aber so irgendwas um plus 15 Grad ist sicher kein schlechter Wert. Also die Differenz von 33 Grad, die wir haben zwischen minus 18 und plus 15, es muss irgendwo ein Fehler im Modell sein. Naja, und das Modell ist hier denkbar einfach gewesen. Wir haben nämlich so getan, als hätte die Erde keine Atmosphäre. Und das ist offensichtlich falsch. Für Himmelskörper, bei denen das zutrifft, ziemlich gute Ernährung, der Mond zum Beispiel, kann man mit solchen Modellen eigentlich sehr gute Durchschnittstemperaturen ausrechnen. Aber nicht für Planeten, die eine Atmosphäre haben und vor allen Dingen, die eine Atmosphäre haben mit infrarotaktiven Molekülen. Und das werden wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Also woher kommt das? Was macht die Atmosphäre eigentlich? Offensichtlich ist zu viel Energie in der Atmosphäre verblieben, weil die Temperatur ist ja höher als nach unserem einfachen Modell vorausgesagt. Und ein Teil der Strahlung, die wir bisher als Strahlung, die rausgeht, bilanziert hatten, die scheint gar nicht rauszugehen, sondern verbleibt in der Erdatmosphäre. Und diese Differenz zwischen dem reinen Strahlungsmodell und dem Modell, was passiert oder welche Temperatur wird sich entwickeln, wenn wir die Atmosphäre berücksichtigen, das nennt man den natürlichen Treibhauseffekt. Also der natürliche Treibhauseffekt ist auf die Wirkung von Molekülen in unserer Atmosphäre zurückzuführen. Und der ist sehr wichtig, dieser natürliche Treibhauseffekt. Ohne den hätte sich wahrscheinlich Leben in der Form, wie wir es heute kennen, auf der Erde überhaupt nicht entwickeln können. Bei einer Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad Celsius wäre das Wasser dauerhaft gefroren. Ja, und wir wissen, dass flüssiges Wasser eine der Grundvoraussetzungen ist, dass sich Leben in der Form, wie wir es heute kennen, überhaupt entwickeln konnte. Also der Treibhauseffekt, der natürliche Treibhauseffekt, ist etwas, was über die Zusammensetzung der Atmosphäre das Leben hier überhaupt erst möglich macht. Okay, warum lassen manche Gase die Strahlung rein, aber dann nicht mehr raus? Dazu müssen wir uns die Infrarotabsorption von Gasen uns mal näher anschauen. Es gibt Gase, die können infrarote Strahlung absorbieren und wieder emittieren, und es gibt andere, die können das nicht. Und was dafür notwendig ist, ist, dass während einer Schwingung des Moleküls sich das Dipolmoment ändert. Was ist das Dipolmoment? Das Dipolmoment kommt durch eine ungleichmäßige Ladungsverteilung des Moleküls zustande. Also wenn ich zwei verschiedene Ladungsschwerpunkte habe, einen positiven und einen negativen, dann spreche ich von einem Dipol. Und wenn während einer Schwingung sich dieser Dipol ändert, dann kann dieses Molekül Infrarotstrahlung absorbieren. Ein Beispiel für ein atmosphärisches Gas, wo das ganz sicher nicht der Fall sein kann, ist Argon. Weil Argon ist gar kein Molekül. Argon ist ein atomares Gas und ein Atom kann ja nicht schwingen. Schwingung ist immer eine Bewegung von mehreren Atomen in einem Molekül gegeneinander. Ja, Minimum zwei. Ist aber auch nicht so wichtig, weil Argon haben wir nur 1% in der Atmosphäre. Was wesentlich mehr in der Atmosphäre ist, sind Stickstoff und Sauerstoff. Ja, Stickstoff zum allergrößten Teil und Sauerstoff immer noch ungefähr 23%. Wenn sich diese Moleküle ausdehnen, also wenn die schwingen, dann bleibt natürlich auch der Ladungsschwerpunkt in der Mitte. Stellen wir uns vor, wir haben hier ein Stickstoffatom, hier ein Stickstoffatom. Wenn die sich gleichmäßig zusammen und auseinander bewegen, bleibt der Ladungsschwerpunkt immer in der Mitte. Das heißt, das Dipolmoment, die Ladungsverteilung des Dipolmoments ändert sich während dieser Schwingung nicht. Und dasselbe gilt natürlich für Sauerstoff auch. Wenn sich das Dipolmoment nicht ändert, dann können diese beiden Moleküle keine Infrarotstrahlung absorbieren. So, jetzt haben wir also den Stickstoff, der zu über 70% vorkommt. Wir haben den Sauerstoff zu 23%. Wir haben das Argon. Die können alle keine Infrarotstrahlung absorbieren. Was kann denn dann überhaupt Infrarot absorbieren und reemittieren? Naja, das sind zum Beispiel Kohlendioxid, Methan, Lachgas, also Lachgas ist N2O. Alle diese mehratomigen, heteroatomaren Gase, wenn die sich
Wenn die schwingen, dann ändert sich die Ladungsverteilung und dann ändert sich das Dipolmoment und dann kann Strahlung absorbiert werden. So, und jetzt schauen wir uns das mal im Einzelnen an, wie diese Schwingungen von infrarotaktiven Molekülen aussehen. Wir fangen mit dem Wichtigsten an, nämlich dem CO2. Wir haben da zwei relevante Banden und ich habe es jetzt mal hier wieder in Wellenlängen aufgetragen. Eine bei 4,3 Mikrometern und diese Schwingung ist hier unten gezeigt. Das ist die sogenannte asymmetrische Streckschwingung. Und bei der asymmetrischen Streckschwingung des CO2 bewegen sich also zwei der Atome, das C und das O, zusammen und die beiden anderen auseinander. Also die Schwingung sieht ungefähr so aus. Ja, das ist die asymmetrische Streckschwingung bei 4,3 Mikrometern. Und dann haben wir noch eine zweite bei 15 Mikrometern. Und das ist diese hier, das bezeichnen wir als Knickschwingung. Und bei dieser Schwingung ändert sich der Winkel zwischen den beiden, also zwischen dem O, dem C und dem anderen O-Atom. Ja, das ist die sogenannte Knickschwingung hier. Und im Weiteren wird es so aussehen, als haben diese Banden hier tatsächlich nur so ein Shape also alle anderen Gase absorbieren Infrarotstrahlung. Hier ist jetzt mal das Beispiel vom CO2, hier haben wir zwei Schwingungen und die Schwingungen habe ich hier mal aufgezeichnet, das sind experimentelle Spektren. Die eine kommt bei einer Wellenlänge von 4,3 Mikrometern und die andere bei 15 Mikrometern. Und die bei 15 Mikrometern, das ist die sogenannte Knickschwingung, bei der knickt das Molekül tatsächlich entlang der O-C-O-Bindungsachse ab. Ja, also wenn ich das mal darstellen müsste, macht das Molekül diese Bewegung, die beiden O-Atome sich nach oben bewegen, wenn sich das C in der Mitte nach unten bewegt. Und die andere bei 4,3 Mikrometer ist die sogenannte asymmetrische Streckschwingung. Und bei der asymmetrischen Streckschwingung bewegen sich das C und das O-Atom auf der einen Seite zusammen und auf der anderen Seite auseinander. Und wir haben noch eine dritte Schwingung beim CO2, nämlich die sogenannte symmetrische Streckschwingung. Da bewegen sich die beiden O-Atome symmetrisch nach außen und was man eigentlich sofort sehen kann, ist, dabei bleibt der Ladungsschwerpunkt erhalten. Das heißt, diese Schwingung vom CO2 ist nicht infrarotaktiv, während bei dieser Schwingung, wenn die zusammengehen und die auseinander, bewegt sich der Ladungsschwerpunkt während der Schwingung, das heißt, das Dipolmoment verändert sich und deswegen ist diese Schwingung, die antisymmetrische Streckschwingung, infrarotaktiv und die symmetrische ist nicht infrarotaktiv. So, jetzt sieht es so aus, als wäre das hier nur so ein Block, dieses Spektrum. Und deswegen habe ich die 15 μ-Bande mal rausvergrößert. Und was man sieht, diese Bande besteht aus ganz, ganz vielen einzelnen Übergängen. Das Molekül kann nämlich nicht nur schwingen, sondern es rotiert auch noch. Und alle diese Rotationsquanten sehen wir hier als einzelne Banden. Meistens ist es aber so, dass man das gar nicht aufgelöst bekommt. Und dann kommen die Spektren so raus, wie ich das jetzt im weiterhin gleich zeigen wird. Aber erst nochmal was sehr gut aufgelöst, das ist nämlich hier das Wasserspektrum. Und auf das Wasserspektrum möchte ich zwei Banden herausgreifen, nämlich die sogenannte antisymmetrische Streck. Ja, Wasser ist jetzt aber hier ein gewinkeltes Molekül, deswegen sieht ein bisschen anders aus, aber das Prinzip ist das gleiche. Der OH-Abstand auf der Seite verkleinert sich, auf dieser Seite vergrößert er sich, deswegen ist diese Schwingung hier antisymmetrisch, der Ladungsschwerpunkt ändert sich und es gibt eine Infrarotabsorption und die liegt bei 2,7 Mikrometern. Auch hier kann sich der Winkel ändern in der Knickschwingung und das führt dann zu dieser Bande bei 6,2 Mikrometern. Und die dritte Schwingung, die symmetrische Streckschwingung, bei der bleibt der Ladungsschwerpunkt wieder erhalten und die ist nicht infrarotaktiv. Und auch hier können wir ganz klar sehen, wir können sehr stark reinzoomen und die Absorption hier ist diskret. Das heißt,
Wir haben einzelne Bereiche, wo eine Absorption stattfindet und dazwischen ist die Absorption tatsächlich fast bis auf Null abgesenkt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze, was wir vorher gemacht haben mit reiner Strahlungsbilanz, nochmal mit Atmosphäre an. Ja, das war ja unsere Ausgangsgrafik auf der linken Seite, die kurzwellige Einstrahlung der Sonne und auf der rechten Seite die langwellige Ausstrahlung der Erde. Und wir haben so getan, als würde die gesamte Fläche der Kurve dafür zur Verfügung stehen. Also als ob die gesamte Fläche unterhalb der Einstrahlung dann hinterher auf dieser Seite auch wieder ausgestrahlt werden kann. Und jetzt gebe ich einfach die realen Kurven der Atmosphäre hinzu. Und fangen wir an auf der kurzwelligen Seite, also auf der Einstrahlungsseite. Da sieht es eigentlich noch ziemlich gut aus. Also die Kurve folgt eigentlich sehr schön der Schwarzkörperstrahlung. Und es gibt hier so einzelne Löcher. Löcher heißt in diesem Fall, da kommt die Strahlung nicht durch. Und zwar die auf dieser Seite, die ist auch bedingt durch Molekülabsorptionen. Was aber viel wichtiger ist für uns jetzt, ist das Fehlen von dem ganz kurzwelligen Ast. Ja, wir sehen, die blaue Linie geht viel kurzwelliger als das, was in unsere Atmosphäre reinkommt. Und der Grund dafür ist die Ozonschicht. Ozon, was in der Stratosphäre vorkommt, absorbiert die einfallende sehr kurzwellige Strahlung und deswegen haben wir da vorne diesen Anteil, der gar nicht in die Atmosphäre reinkommt. Also das ist auch für die Entstehung des Lebens extrem wichtig gewesen. So. Aber im Großen und Ganzen fehlen keine großen Anteile und das Ganze verhält sich eigentlich schön wie ein Schwarzkörperspektrum. Und jetzt kommen wir mal zur Abstrahlungsseite. Da sieht das Ganze auf einmal ganz, ganz anders aus. Also nur noch dieser Teil hier kann aus der Atmosphäre auch wieder raus. Das bezeichnen wir als das Infrarotfenster. Alles, was hier zwischen liegt und was hier zwischen liegt, verbleibt in der Atmosphäre. Und das ist genau der Fall, den ich vorher beschrieben habe. Die Atmosphäre hat zu wenig Strahlung wieder abzugeben. Und der Grund dafür ist, sie ist nicht transparent für die Infrarotstrahlung in diesem Bereich. Woher kommt das? Warum geht die Strahlung auf der kurzwelligen Seite so gut rein, aber auf der langwelligen Seite so schlecht raus? Oder anders gefragt, was passiert in diesen Bereichen hier, wo die Strahlung nicht raus kann? Ja, das ist natürlich auch für Infrarotastronomen eine ganz unglückliche Geschichte, weil wenn sie hier und hier gucken wollten, dann können sie da nichts sehen, weil unsere Atmosphäre die Strahlung absorbiert. Genau auf der anderen Seite, alle Astronomen, die mit Beobachtungen im sichtbaren Bereich arbeiten, die sind sehr gut dabei. Röntgenastronomie kann man in unserer Atmosphäre, also innerhalb der Atmosphäre, auf der Erdoberfläche nicht durchführen, weil die Röntgenstrahlung abgeschnitten wird. Ja, die ist noch kurzwelliger oder auch im Ultravioletten wird abgeschnitten. Dann geht man außerhalb der Atmosphäre und kann da diese Messung wieder durchführen. Aber jetzt nochmal die Frage, was ist das, was eigentlich hier das Herausgehen der Infrarotstrahlung blockiert? Ich habe hier mal die totale Absorption und Streuung unserer Atmosphäre aufgetragen. Und wir sehen eigentlich sehr schön, das stimmt ziemlich gut überein. Ja? Also auf dieser Seite hier haben wir Absorption von Rotationsfreiheitsgraden vom Wasser, weil der Wasserdampf rotiert, wird hier alles, was sehr langwellig ist, weggeschnitten. Wir haben hier Absorption auch von Wasser, von CO2 und wir haben sogenannte Rayleigh-Streuung, die auf der ganz kurzwelligen Seite hier abschneidet. Ich habe das nochmal ein bisschen detaillierter gemacht. Also hier den Wasserdampf, wie gesagt, das hier sind alles Wasserdampf. Rotationen, hier haben wir Schwingungen von Wasserdampf. Und wir sehen, Wasserdampf ist in der Tat auch dafür verantwortlich, für diese Löcher, die sich hier in der Einstrahlungscharakteristik ausgebildet haben. Ja, also Wasser absorbiert tatsächlich hier auch im so kurzwelligen Infrarotbereich, dass die Sonneneinstrahlung hier auch tatsächlich ein paar Einbrüche hat. Und das zweite Molekül, was noch wichtig ist, ist das CO2. Und wir sehen hier in der Flanke und auch hier in der Flanke, hier
haben wir starke Absorption. Ja, das ist diese neu auftretende Bande. Und hier wird tatsächlich die Absorptionskante nochmal deutlich ins kurzwelligere verschoben durch das CO2 hier. Auf die Art und Weise tragen noch andere, also ich habe jetzt hier gar nicht alle Gase aufgeführt, die dazu beitragen. Das soll ja nur mal zeigen, wie sowas zustande kommt. Ja, also es kommt fast alle Strahlung rein, nur ganz wenig Anteile werden weggeschnitten, aber beim Rausgehen wird der Großteil weggeschnitten und bleibt somit in der Atmosphäre und erwärmt die auf die Art und Weise. Und das können wir uns jetzt mal ein bisschen detaillierter anschauen. Also wir haben die einfallende Sonnenstrahlung von 342 Watt pro Quadratmeter. Ich werde zu der Zahl gleich noch was sagen. Also 342 Watt pro Quadratmeter gehen rein. Von denen werden 77 Watt pro Quadratmeter an Wolken reflektiert. Und an der Oberfläche werden 30 Watt pro Quadratmeter reflektiert. Und so dass in der Summe 107 Watt pro Quadratmeter rausgehen. Diese Größe hat auch einen Namen, also die reflektierte Sonnenstrahlung, die 107 Watt pro Quadratmeter, dividiert durch die einfallende 342 Watt pro Quadratmeter, ist die sogenannte Reflektivität oder die Albedo. Wir sehen, das ist ungefähr ein Drittel, also so etwa 30% der Strahlung wird absorbiert. Entschuldigung, 30% wird reflektiert, 70% wird absorbiert. So, und jetzt schauen wir uns noch die anderen Prozesse an. 67% werden in der Atmosphäre, 67 Watt pro Quadratmeter werden in der Atmosphäre absorbiert. Und von der Oberfläche kommen 350 Watt pro Quadratmeter zurück. Das ist die sogenannte Wärmestrahlung der Oberfläche. Und jetzt was ganz Wichtiges. Wir haben hier Wolken und wir haben in der Atmosphäre diese infrarotaktiven Moleküle. Wenn die schwingen und emittieren Infrarot, Infrarot ist nichts anderes als Wärme, dann wird ein Teil davon zur Erdoberfläche zurückgestrahlt. Und diese Rückstrahlung sind 324 Watt pro Quadratmeter. Das ist viel. Wenn man die Zahlen vergleicht, das ist fast so viel, wie überhaupt von der Sonne eingestrahlt wird. Das war jetzt etwas zu schnell. 235 Watt pro Quadratmeter sind die Erde verlassene Infrarotstrahlung auf der langwelligen Seite. Ja, also wir strahlen hier 342 Watt ein, davon werden 107 Watt pro Quadratmeter reflektiert. 342 minus 107 sind gerade 235. Und das zeigt, dass unsere Atmosphäre hier im Gleichgewicht ist. Muss ja auch so sein, weil wenn wir immer mehr aufnehmen würden, als wir abstrahlen, würde sich die Erde ständig stark erwärmen oder umgekehrt würde sich abkühlen. Ja, es stellt sich ein Strahlungsgleichgewicht ein. Sobald die Temperatur erreicht ist, bei der die Emission der Erde die Absorption der Sonne gerade matcht, haben wir dieses Gleichgewicht erreicht. Ja, und die anderen Prozesse, die hier noch eine Rolle spielen, die latente Wärme, also die Wolkenbildung, die Wolkenauflösung, die sind in dem Diagramm auch nochmal gezeigt. So, und wenn jemand vorher gut aufgepasst hatte, hat er gesehen, dass sich die Solarkonstante mit 1300 Watt pro Quadratmeter ungefähr angegeben habe und hier jetzt auf einmal mit 342. Ja, die Solarkonstante war ja nur die Leistung pro Quadratmeter, die die Sonne einstrahlt. Und hier behaupte ich jetzt auf einmal, das sind 342. Und diese scheinbare Diskrepanz kommt von folgender Überlegung. Wir haben hier mal die Erde und die Erde wird von der Sonne bestrahlt. So. Wenn ich eine Kugel bestrahle, dann wird als Querschnittsfläche, ja, wenn wir uns das als Projektion vorstellen, nur eine Kreisfläche bestrahlt. Und die Fläche dieses Kreises ist Pi mal dem Radius der Erde zum Quadrat. Ja, Pi r Quadrat ist die Fläche, die Projektionsfläche dieser Kugel, die beleuchtet wird. Ja, die Sonne strahlt nur von einer Seite auf die Erde. Und was passiert denn mit der Abstrahlung? Naja, die abstrahlende Fläche ist natürlich die gesamte Kugeloberfläche. Und die Kugeloberfläche ist 4 Pi mal Radius der Erde zum Quadrat.
Und das Verhältnis von den beiden ist also gerade 1 zu 4. Und das heißt, wenn wir berücksichtigen, dass die Erde die ganze Zeit, also auch in der Nacht, auf der nicht bestrahlten Seite Wärme abstrahlen kann, dann müssen wir die eingestrahlte Energie, Entschuldigung, die eingestrahlte Leistung, natürlich genau mit diesem Faktor 1/4 dichten. Ja, und deswegen diese 342 in den Bilanzrechnungen, 342 Watt pro Quadratmeter, die wir hier angenommen haben. So, und hatte ich schon erwähnt, wir haben in der Atmosphäre Strahlungsgleichgewicht, das heißt, es geht so viel rein wie raus. Die infrarotaktiven Moleküle strahlen in jeder Höhe mit gleicher Wahrscheinlichkeit nach unten und nach oben ab. So, wenn sie das tun, dann kann man sich natürlich fragen, warum ist der Strahlungsfluss nicht nach oben und unten gleich? Wir haben gesehen, ins Weltall wurde weniger abgegeben, als nach unten gestrahlt wurde. Das sieht jetzt unlogisch aus, weil es sollte ja einigermaßen symmetrisch sein. Aber was passiert, ist Folgendes. Wenn ein Molekül in einer sehr hohen Schicht ein Infrarotphoton emittiert, dann gibt es die Möglichkeit, es wird nach oben emittiert und trifft irgendwann auf ein weiteres Molekül, das es absorbieren kann. So. Dieses zweite Molekül ist jetzt aber in der höheren Schicht der Atmosphäre, weil es ja nach oben geht, und die Atmosphäre wird nach oben kälter. Das heißt, es kann von einem Molekül nur wieder absorbiert werden, das kälter ist. Wenn das aber kälter ist, ist seine Wahrscheinlichkeit, wieder zu reemittieren, kleiner. Ja, das ist das Stefan-Boltzmann-Gesetz. Der Strahlungsfluss ist proportional zur Stefan-Boltzmann-Konstante und der vierten Potenz der Temperatur. Das heißt, das kältere Molekül oben strahlt weniger ab. Und betrachten wir jetzt den Fall, es strahlt nach unten ab, dann trifft das Infrarotphoton irgendwann auf ein Molekül, was tiefer in der Atmosphäre ist. Da ist es wärmer. Wärmer heißt, es kann mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit wieder reemittieren. Und deswegen ist der Strahlungsfluss bei der Emission nach unten etwas größer als der Strahlungsfluss nach oben. Ja, das ist der Grund dafür, dass diese Wärme auch tatsächlich in der Atmosphäre bleibt. Also wir haben einen Nettostrahlungsfluss über das Infrarot nach unten und der hat auch einen Namen, dieser Nettostrahlungsfluss. Der heißt nämlich die sogenannte Gegenstrahlung oder auch Rückstrahlung. Und wenn die Konzentration von Treibhausgasen zunimmt, dann verschiebt sich die Schicht mit einer gewissen Temperatur immer weiter nach oben und wir haben sozusagen immer mehr Wärme in diesem Volumen der Erdatmosphäre eingefangen und die mittlere Temperatur steigt, weil die Rückstrahlung auf die Erdoberfläche dann auch zunimmt. So, hier nochmal gezeigt, wie sich die Atmosphäre zusammensetzt. Die Tabelle kann man sich hinterher auch mal genau angucken. Ich will dazu jetzt gar nichts sagen, also außer, dass wir 78% Stickstoff und 21% Sauerstoff haben. Wir gucken uns das mal ein bisschen detaillierter gleich an. Wir wissen, der Luftdruck nimmt nach oben ab. Ja, jeder, der schon mal auf einen hohen Berg gestiegen ist, weiß, dass Luftdruck oben kleiner, und zwar nimmt der exponentiell ab. Die zugrunde liegende Formel heißt die barometrische Höhenformel und der Zusammenhang zwischen Höhe und Luftdruck ist hier gegeben. Also ich habe hier aufgetragen, links der Luftdruck in Atmosphären, und wenn ich in 40 Kilometern Höhe hier rauskomme, ist der Luftdruck fast auf Null abgesunken. So, woher kommt dieser Luftdruck? Der Luftdruck kommt daher, dass auf uns alle Moleküle in einer Luftsäure über uns lasten. Ja? Und die drücken auf uns und das macht den Luftdruck aus. Und wenn ich jetzt nach oben gehe, sind immer weniger Moleküle über mir, und die können immer weniger auf mich draufdrücken und deswegen nimmt dieser Druck der Luftsäule über mir ab, wenn ich nach oben gehe. So, um das Ganze jetzt ein bisschen einfacher zu gestalten, machen wir mal ein Gedankenexperiment. Und das Gedankenexperiment sieht so aus. Wir schieben die Atmosphäre so zusammen, dass wir eine Atmosphäre haben, die überall ein Bar hat, oder Entschuldigung, überall eine Atmosphäre hat, und dann kommen wir hier ungefähr bei 8 Kilometern raus. Also wenn wir diese ganze Atmosphäre zusammenschieben von 100 Kilometern anfangen bis auf eine Höhe von 8 Kilometern und haben dann einen konstanten Druck, dann
ist die Fläche unter dieser jetzt staffierten, das ist ja keine Kurve, sondern ein Rechteck, genauso groß wie die Kurve unter dem blauen Verlauf des barometrischen Höhengesetzes. Und das heißt, ich habe meine Moleküle, die da waren, einfach komprimiert. Ja, die sind hier oben bei einem wesentlich kleineren Druck gewesen und die komprimiere ich jetzt, bis ich sie hier alle in diesem Volumen bei einem Bar habe. Ja, das ist rein hypothetisch natürlich. Und die Größe, wo das stattfindet, ist genau 7,99 Kilometer, jedenfalls wenn man eine Temperatur von 0 Grad annimmt. Man muss sich natürlich auch fragen, wo schneidet hier die barometrische Höhenformel genau diese Skalenhöhe, und das ist bei einem Wert von 0,41, und wenn man sich die barometrische Höhenformel anguckt, dann ist es genau die 1 durch E Höhe. Also das heißt, wann ist hier der Luftdruck auf ein Etel abgefallen des ursprünglichen Wertes. So, das war nur ein Gedankenexperiment. Jetzt treiben wir das aber noch auf die Spitze und sortieren jetzt in dieser nur noch 7,99 Kilometer hohen Luftsäule unsere Moleküle auch noch. Also, erster Schritt war, wir haben die Atmosphäre zusammengequetscht, bis sie nur noch 7,99 Kilometer hoch war. Ja, das ist jetzt unsere Atmosphäre. Und jetzt fangen wir an, die Moleküle auch noch zu sortieren. Und zwar die häufigsten zuerst, und das häufigste war Stickstoff. So, von diesen 7,99 Kilometern sind 6,24 Kilometer, von diesen 7,99 Kilometer Atmosphäre sind 6,24 Kilometer Stickstoff. Jetzt tun wir noch den Sauerstoff dazu, dann sind wir schon bei 7,91 Kilometer. Wir sehen, da bleiben eigentlich nur noch knapp 100 Meter übrig, um zur Gesamtatmosphäre zu kommen. Und wenn wir jetzt noch das Argon dazu tun, das 1% Argon, dann sind wir bei 7,98 Kilometern. Das heißt, wir haben jetzt gerade mal noch 10 Meter für die ganzen Restgase. Und das kriege ich hier nicht mehr dargestellt. Deswegen habe ich das jetzt hier nur noch so aufgeführt. Also die Sauerstoff, die Stickstoffsäule wären etwas mehr als 6 Kilometer. Sauerstoff ja, etwas mehr als 1,5. Die Argonsäule ist nur noch 74 Meter hoch. Und das Kohlendioxid ist 2,8, also ungefähr 3 Meter. Und an der Stelle hake ich jetzt mal ganz kurz ein. Die ganze Folie habe ich nur aus einem Grund gemacht, weil in Widerlegung oder im Versuch der Widerlegung der Experimente von Svante Arrhenius hat der Knut Angström die Absorption von CO2 in einer Absorptionszelle, also die Infrarotabsorption, gemessen und hat behauptet, die wäre komplett gesättigt. Und er hat es gemacht in einer 3 Meter langen Absorptionszelle. Und die Frage, die oft auftaucht, ist, warum hat er gerade 3 Meter genommen? Der Grund ist, wenn man das gesamte CO2 in einer Luftsäule zusammenfassen würde, dann hätte man genau eine Säule von 3 Metern, also 2,8 Metern. So, das Methan hat noch eine Schichtdicke von 16 Zentimetern. Das Lachgas, N2O, auch ein Treibhausgas von 4 Zentimetern. Und die Zahl, auch wenn es jetzt nicht direkt was mit dem Treibhauseffekt zu tun hat, finde ich sehr beeindruckend. Unsere gesamte Ozonschicht, das heißt das, was ich vorher gesagt habe, die uns komplett vor der kurzwelligen ultravioletten Strahlung schützt, die ist nur 5 mm dick. Also wenn wir bei Normaldruck bei einer Atmosphäre alles Ozon zusammendrücken und schauen, wie viel wir dann noch haben, dann ist es eine 5 mm dicke Schicht um die gesamte Erde. Ja? Und das zeigt, warum wir auch die Ozonschicht so dramatisch schützen müssen und warum das Montreal-Protokoll, mit dem die Fluorchlorkohlenwasserstoffe reduziert wurden, so ungeheuer wichtig war. Ja, jetzt habe ich in dieser ganzen Überlegung hier sehr viel Gase genannt, ja, aber wo ist denn das Wasser? Wir wissen doch, wir haben Wasser in der Atmosphäre, ja, wir haben Wolken, wir haben Wasserdampf, an manchen Tagen ist es feuchter. Ich habe jetzt hier nochmal eine Tabelle gemacht, in der nur die Spurengase, also Stickstoff, Sauerstoff, Argon, habe ich mal rausgelassen. Und da sehen wir, dass wir von CO2, das ist das oberste, im Moment etwas mehr als 400 ppm haben, von vorindustriell 280. Und jedes Jahr tun wir da im Moment noch 0,4% dazu. Ja, das ist einer der Hauptantreiber für den Treibhauseffekt. Und dann kommt in dieser Liste aber hier schon das Wasser in der Troposphäre und dann das Wasser in der Stratosphäre.
und das ist gar nicht wenig, 10 ppm bis 2%. Natürlich, wenn wir in eine Wolke reinkommt, ist es ungeheuer groß. Wir haben das deswegen hier bisher weggelassen, weil zum einen variiert der Wassergehalt unglaublich stark. Wir können keinen durchschnittlichen Gehalt angeben oder wir müssen sehr viel mitteln, um das zu tun. Zum anderen haben wir riesige Unterschiede zwischen Stratosphäre und Troposphäre. Ja, hier findet unser Wetter statt in der Troposphäre. In der Stratosphäre sollten wir gar kein Wasser mehr haben. Die Stratosphäre ist so kalt, bis das Wasser in die Stratosphäre kommt, ist es ausgefroren. Warum ist trotzdem Wasser in der Stratosphäre? Dafür gibt es einen chemischen Grund. Es wird tatsächlich ein bisschen Wasser in der Stratosphäre durch photochemische Prozesse gebildet. Aber ein viel wichtigerer Grund ist die Emission von Flugzeugen. Ja? Die findet in der Höhe statt über 10 Kilometern. Da kommen wir schon in die Stratosphäre. Und damit verbringen wir Wasser in eine Gegend, wo es gar nicht sein darf oder sein sollte. Und das treibt den Treibhauseffekt nochmal zusätzlich an. Dann die anderen Treibhausgase habe ich hier immer in Rot gekennzeichnet, das N2O und das Methan, die beide auch starke Zuwächse haben. Ja, das Methan sogar noch eine deutlich größere Zuwachsrate, doppelt so groß wie das CO2. Und hier ist jetzt nochmal gezeigt, wie ungleichmäßig diese Wasserverteilung in der Atmosphäre tatsächlich ist. Wir haben hier um den Äquator natürlich den größten Wassergehalt, ja, das sind Millimeter Wassersäule hier, also am Äquator immer so 60 und gegen Null hier natürlich über Wüstengebiete, aber auch in Gebieten hier ganz Nordeuropa. Ja, also extrem ungleichmäßige Verteilung von Wasser in der Atmosphäre. So. Warum haben wir dann so wenig gesprochen bisher oder warum wird überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung immer gesagt, das Treibhausgas ist CO2 oder auch Methan und warum spricht niemand von Wasser? Wasser hat sogar noch ein anderes Problem. Wenn die Temperatur sich erhöht, dann kann auch mehr Wasser in die Gasphase übergehen. Ja? Also bei 30 Grad und einer Atmosphäre Luftdruck kann ein Kilogramm Luft ungefähr 30 Gramm Wasser aufnehmen. Das ist eine ganze Menge. Und wenn die Temperatur ansteigt, ich habe die Kurve hier mal gezeigt, dann nimmt der Sättigungsdampfdruck von Wasser zu. Das heißt, es wird warm, es kommt mehr Wasser in die Atmosphäre. Wasser, wir haben gesehen, kann Infrarotstrahlung absorbieren, ist also ein Treibhausgas. Dieses mehr Wasser führt zu einer weiteren Erwärmung und das führt zu weiterem Verdampfen von Wasser. Und sowas ist natürlich eine positive Rückkopplung, in dem Fall heißt die Wasserdampfrückkopplung. Und das ist ein extrem wichtiger Rückkopplungsmechanismus, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass in den letzten 35 Jahren die Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre um durchschnittlich 10% gestiegen ist. So, also die Konzentration von Wasserdampf in der Atmosphäre wird also durch die Temperatur ganz stark geregelt und weniger dadurch, wie viel wir emittieren. Die von uns emittierte Wassermenge ist verschwindend gering gegenüber dem, was jeden Tag aus den Ozeanen, aus Flüssen, aus Pflanzen in die Atmosphäre gelangt und auch wieder zum Teil zurückgelangt. Ja? Das heißt, was passiert ist, dass die Temperatur, die sich einstellt, zwar durch den Wasserdampf geregelt wird, aber der eigentliche Treiber der ganzen Geschichte ist das CO2. Das CO2 führt dazu, dass, weil wir es ja zusätzlich emittieren, die Temperatur der Atmosphäre etwas ansteigt. Bei der etwas höheren Temperatur kann nun mehr Wasserdampf verdampfen und das führt zur Temperaturerwärmung. Ja, natürlich auch das CO2 selbst schon, aber das Wasser ist ein effizienteres Treibhausgas als CO2. Also wir müssen aufpassen, nicht die Emissionen, die spielen keine Rolle. Aber das CO2 ist sozusagen der Schalter, mit dem wir die Menge des Treibhausgases Wasser in der Atmosphäre erhöhen können. Oder das ist der Regelknopf quasi dafür. Ja, also für den natürlichen Treibhauseffekt, diese 33 Grad Celsius Temperaturdifferenz, spielt Wasser eine überragende Rolle. Für den anthropogenen Treibhauseffekt spielt das eine ganz untergeordnete Rolle. Und ich habe hier die beiden Grafiken mal gegenübergestellt.
Also beim natürlichen Treibhauseffekt sind das Schwarze hier, das Wasser, zwei Drittel hier vom Wasserdampf bestimmt. Ja, und dann haben wir hier auch noch einen relativ großen Teil von CO2 und hier die Restgase. Anthropogen ist 50% CO2 und Wasser ist hier unter 1%. Ja, also am anthropogenen Treibhauseffekt spielt Wasser keine Rolle aus unseren Emissionen heraus. Das spielt eine Rolle, dass wir den natürlichen Treibhauseffekt antreiben durch die Temperaturerhöhung aus dem CO2. So, CO2 ist aber leider nicht unser einziges Problem. Ich hatte es schon erwähnt, Methan ist auch ein Treibhausgas, Stickoxid, also N2O, Lachgas, ist ein Treibhausgas. Und wir sehen diesen Verlauf von 280, also diese Kurven hier enden jetzt 2000. Das geht natürlich hier mittlerweile auf 414 hoch. Beim Methan haben wir quasi einen ganz ähnlichen Verlauf. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das hier waren ppm, Parts per Million. Das hier sind Parts per Billion. Ja, also wir sind hier 13er-Ordnungen kleiner eigentlich. Ja, wir müssen das Komma, wenn wir dieselbe Skala nehmen wollten, nach hier verschieben. Ja, das wären also 1,7. Die Stickoxide, das sind auch ppb hier, zeigen aber genau denselben Verlauf. Also hier ungefähr 1850 verlaufen alle drei Kurven relativ parallel und das legt nahe, dass sie alle drei anthropogenen Ursprung haben. Und wenn man mal eine andere Kurve drüber legt, die Entwicklung der Erdbevölkerung, dann sehen wir, dass die dieses steile Abknicken hier um 1850 auch zeigt. Ja, also das ist kein Beweis, aber das ist ein sehr guter Hinweis, dass alle diese Emissionen hier anthropogen verursacht sind. So, warum sollen wir eigentlich auf 2 Grad oder auf 1,5 Grad noch besser limitieren und nicht 2, 2,5 oder 5? Warum gerade 1,5? Und diese Begrenzung auf 1,5 Grad, die hängt mit einem ganz wichtigen Thema zusammen, dem der Kippelemente. Auch ohne Kippelemente gibt es Einflüsse auf die Umwelt, die ab 1,5 Grad nachteilig sind. Aber diese Nachteilsregionen sind nicht gleichmäßig auf der Welt verteilt. Es gibt durchaus auch Gegenden, die von dem Treibhauseffekt erstmal profitieren könnten. Klimagerechtigkeit ist also nicht das heute viel diskutierte Intergenerationenproblem, das ist es auch zu einem großen Teil. Darauf weisen die Fridays for Future auch immer wieder hin, sondern es ist auch eine Intragenerationengerechtigkeit zwischen verschiedenen Gegenden auf dieser Welt, die verschieden stark unter den Auswirkungen des Treibhauseffektes leiden werden. So, diese Grafik habe ich schon mal gezeigt, da können wir jetzt drüber weggehen. Wir haben über die Kippelemente schon ganz kurz gesprochen. Ich kann das jetzt ganz schnell zusammenfassen. Kippelement ist eine Größe, deren Änderung das System abrupt und meistens irreversibel in einen neuen Gleichgewichtszustand bringt, der sehr weit von dem ursprünglichen weg ist. Und die wichtigsten Kippelemente sind das Abschmelzen der Polkappen, das Erlahmen der atlantischen thermohalinen Zirkulation, also des Golfstroms, und dann Methanfreisetzung entweder aus Permafrostböden oder aus unterseeischen Methanhydratlagerstätten. Ein Rückgang der Netto-Bioproduktivität der Biosphäre. Das ist deswegen wichtig, weil das eine große Senke für unser CO2 darstellt und eine Zunahme, das hatte ich eben schon erwähnt, der Konzentration von gasförmigem Wasser. So, was passiert, wenn die Polkappen abschmelzen, wird die von mir vorher schon genannte Albedo reflektiert. Im Moment beträgt die etwa 30%, das heißt ein Drittel wird reflektiert, 70% wird in der Atmosphäre absorbiert. Die Pole haben eine sehr große Albedo und das können wir uns auch direkt hier mal anschauen. Also weiß und dunkelviolett sind sehr große Albedo-Werte und die haben wir hier an den Polen und auch in den Wüstengebieten hier. Und schwarz und dunkelblau sind sehr niedrige und wir sehen Meerwasser überall, hat tatsächlich eine sehr, sehr kleine Albedo. Das heißt, immer dann, wenn wir hier Fläche verlieren, die gut abstrahlen kann, was passiert daraus? Wird Meereis gebildet, schlechte Albedo und
Wir haben einen Rückkopplungsmechanismus, der die Temperatur steigen lässt. So, unglücklicherweise ist unsere Temperatur schon so stark angestiegen, dass wir wahrscheinlich für das arktische Meereis bereits den Kipppunkt überschritten haben. Das heißt, das Meer in dieser Gegend ist so warm geworden, dass wir einen neuen Zustand erreichen, in dem es dauerhaft abschmilzt. Und wir haben hier über die letzten 1400 Jahre mal die rekonstruierte Fläche von dem arktischen Meereis. Und wir sehen diesen steilen Abfall, den wir im Moment beobachten. So, das ist das Meereis. Das wird jetzt den Meeresspiegel nicht direkt beeinflussen, über eine sehr indirekte Größe, nämlich über die Temperatur schon, aber nicht, weil mehr Wasser reinfließt. Aber Gletscher, die auf Festland liegen und fließen ins Meer, erhöhen den Meeresspiegel direkt über die zusätzliche Wassermenge. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die Antarktis, ja, da haben wir eine Landmasse drunter, oder Grönland. Der grönländische Eisschild ist immerhin 3000 Meter dick und der liegt in der Zone, wo normalerweise oben nichts abschmilzt. Und der Kipppunkt für das vollständige Abtauen von diesem grönländischen Eisschild, der liegt irgendwo um die 2 Grad Celsius. Und das ist einer der Gründe, warum wir das verhindern müssen. Weil wenn die Temperatur zunimmt, dann rutschen immer mehr Bereiche dieses grönländischen Eisschildes in Bereiche über dem Gefrierpunkt und er fängt an abzutauen. Und somit haben wir auch hier eine positive Rückkopplung und einen Prozess, den man nicht mehr stoppen kann. Wenn alleine der grönländische Eisschild abschmilzt, dann geht der Meeresspiegel um 7 Meter hoch. Ja, während des EM-Interglazials vor 120.000 Jahren ist er ungefähr zwischen 4 und 6 Metern höher gewesen. Da war Grönland nicht ganz abgeschmolzen. So, schauen wir uns die Antarktis an. Ja, da haben wir Festland drunter. Zum Glück bisher noch die Ostantarktis, haben wir sehr geringes Abschmelzen, aber in der Westantarktis, da münden sehr viele Gletscher direkt im Meer. Das Meer wird wärmer, die Gletscher haben eine Basis, gegen die sie sich stützen, die taut weg und es wird instabil und die fangen an abzurutschen. Und der Thwaites-Gletscher zum Beispiel, der könnte seinen Kipppunkt schon erreicht haben, sodass wir in den nächsten 200 Jahren hier zu einem kompletten Abschmelzen kommen. Auch das ist eine Rückkopplung. Ja? Wenn die Gletscherzunge destabilisiert wird, rutscht mehr Wasser rein, das führt mehr Gletscher rein, das führt zu einer weiteren Destabilisierung. Und das ist hier mal sehr schön gezeigt. Also in Grönland ist die Situation noch relativ entspannt. Das, was wir hier sehen, sind nämlich die Steigungen. Grönland ist wie so ein Teller am Rand, ist die Steigung nach oben gewölbt. Das heißt, hier fließt erstmal gar nichts groß ins Meer, nur das, was direkt taut, fließt als Wasser ab. In der Ostantarktis, also hier, ist die Situation ähnlich. Hier haben wir diese Randgebirge. Aber hier in der Westantarktis, hier haben wir ganz starke negative Krümmungen. Das ist der Thwaites-Gletscher. Das heißt, hier rutschen die Gletscher tatsächlich direkt ins Meer rein. Und das ist eine Situation, die über diese Rückkopplung ganz schnell zu einem Anstieg führen kann. So, wenn beide Pole eisfrei sind, sind wir mindestens 70 Meter, also Schätzungen gehen auch bis zu 120 Metern heute, höher als heute. In der letzten Warmzeit, das habe ich eben schon erwähnt, hatten wir 4 bis 6 Meter. Und nur mal vor 9000 Jahren sah die Nordsee ungefähr so aus. Nicht sofort wieder zu erkennen, wo die Nordsee ist. Die Nordsee ist eigentlich jetzt hier so. Ja. Und es ist ganz klar, damals waren Großbritannien und Festland-Europa tatsächlich noch verbunden. Ja. Und das mal mit der heutigen Lage korreliert. Hier ist jetzt gezeigt Großbritannien und hier großer Teil von Niederlanden und hier Deutschland. Das ist die Jetzt-Situation. Wenn wir 6 Meter Meeresspiegelanstieg haben, dann ist hier halb Holland weg. In England haben wir tatsächlich nur hier in Ostengland größere Effekte. Wenn wir dann aber zu diesen 60 Metern kommen, dann sehen wir, dann liegt hier tatsächlich Bonn, Köln, Düsseldorf schon im Meer. Also Bonn wäre gerade noch so Küstenstadt dann in Zukunft. Ja? Und wir sehen,
im Grunde ganz Norddeutschland, Hamburg liegt daneben her. Das wären also katastrophale Ausmaße. Das ist nichts, was in den nächsten 20, auch wahrscheinlich nichts, was in den nächsten 100 Jahren passiert, aber perspektivisch muss man das natürlich im Auge behalten. Dann hatte ich erwähnt, dass die thermohaline atlantische Zirkulation abreißen könnte. Das ist der Golfstrom. Der Golfstrom funktioniert folgendermaßen. Wir haben das warme Wasser, also rot ist hier warmes Wasser, das fließt hier vom Äquator nach Norden an Nordeuropa vorbei, kühlt sich dabei ab, der Salzgehalt ist hoch, salzhaltiges, kaltes Wasser ist dicht und hier im Nordatlantik ganz oben, da fällt es wie ein Wasserfall im Meer nach unten und fließt dann als kaltes Grundwasser zurück in die hier wieder in die Äquatorgebiete, steigt hier auf, erwärmt sich wieder und dieser Kreislauf wird geschlossen. Also eigentlich bezeichnet man nur das hier als den Golfstrom, aber der ist Teil von einem viel größeren globalen Zirkulationssystem. So, und was jetzt passieren kann, hier oben ist es angedeutet, hier haben wir Grönland. Ja, Grönland, viel Eis, das Eis schmilzt ab. Wenn es schmilzt, verdünnt es den Salzgehalt des Meerwassers. Wenn der verdünnt wird, ist es nicht mehr so dicht, das Meerwasser. Und es könnte dazu führen, dass die Dichte so stark abnimmt, dass das Wasser hier, und es wird ja auch wärmer, das Wasser, durch den Treibhauseffekt, dass die Dichte nicht mehr ausreicht, dass es hier nach unten abfällt, dann würde kein warmes Oberflächenwasser mehr nachgezogen und das hätte für die klimatische Entwicklung in Nordeuropa katastrophale Auswirkungen. Ich hatte erwähnt, Methan ist ein Problem, weil auch eine Rückkopplung auftreten kann. Wenn die Temperatur steigt, dann können Permafrostböden auftauen, in denen sind große Mengen Methan gespeichert. Dieses Methan ist ein Treibhausgas, führt zu einer weiteren Erwärmung und also auch hier ein positiver Rückkopplungsmechanismus. Und wenn wir jetzt die Mengen an Methan oder an Kohlenstoffverbindungen, da ist auch CO2 mit dabei, die im Permafrostboden gespeichert sind, aufsummiert, dann kommen wir auf 1600 Gigatonnen Kohlenstoff. Und die Zahl müssen wir jetzt einfach mal in Relation setzen zur Menge an Kohlenstoff in der Atmosphäre. In der Atmosphäre haben wir fast nur CO2 und da haben wir eine Menge von 800 Gigatonnen in etwa. Das heißt, in den Permafrostböden haben wir doppelt so viel Kohlenstoffverbindungen, flüchtige Kohlenstoffverbindungen, die jetzt akut in der Atmosphäre sind. Ja, wir würden dann nicht davon reden, dass wir in Richtung 400 oder 500 ppm gehen, sondern in Richtung 1000 ppm. Und was es noch schlimmer macht, auch in der Hydrosphäre, also im Meer, ist jede Menge Kohlenstoff gespeichert. Also 800 Gigatonnen in der Atmosphäre, 1600 Gigatonnen im Permafrostboden und 38.000 Gigatonnen in der Hydrosphäre. In der Lithosphäre eigentlich noch mehr. Das ist nicht ganz so schlimm, weil die meisten davon liegen als Carbonate vor und Carbonate sind so temperaturstabil. Bis da CO2 rauskommt, ist auf der Erde sowieso kein Leben mehr möglich. Ich habe schon angesprochen, nicht nur in den Permafrostböden gibt es Methan, sondern in Methanhydraten auf dem Meeresgrund. Und wenn wir in den Bereich der Temperaturerwärmung kommen, dass die instabil werden, dann haben wir ein zusätzliches Inventar von in etwa 10.000 Gigatonnen an Methan oder an Kohlenstoff aus Methan, die dazukommen. Die Temperaturzunahme macht nicht nur eine Erhöhung Temperaturerhöhung ist aber nicht der einzige Faktor,
Was genauso wichtig ist beim Treibhauseffekt, ist, dass sich die Niederschlagsverteilung ändert. Und zwar die lokale und zeitliche Niederschlagsverteilung. Und was ich hier mal aufgetragen habe, ist dieser Trockenheitsindex nach Palmer. Das ist ein Maß für die Bodenfeuchte und auch hier jetzt in diesem Bereich zwischen 1900 und 2000. Und wir sehen, wenn wir hier eigentlich tendenziell ein bisschen zu feucht waren, sind wir jetzt hier in den letzten Jahren zu trocken geworden. Und ich will nur noch mal die Kurve vom Anfang drüberlegen. Wir sehen, eigentlich passt es wunderbar. Und dieses Halten hier zwischen 40 und 80 sehen wir hier in der Kurve des Trockenheitsindex ganz klar auch wiedergespiegelt. Das heißt, auch die Verteilung der Niederschläge und der Bodenfeuchte wird durch den Treibhauseffekt beeinflusst. Hier sind ein paar der Fakten zur Änderung der Niederschlagverteilung nochmal gegeben. Also unsere Winter werden niederschlagsreicher, Frühjahr und Sommer werden niederschlagsärmer. Wir haben das im letzten Jahr und auch dieses Jahr jetzt schon wieder ganz extrem gesehen. Im Januar und im Februar eigentlich deutlich zu viel Niederschläge und dann März, April praktisch gar nichts mehr. Das führt dazu, dass kleinere Oberflächengewässer austrocknen, Wasserreservoire im Sommer nicht mehr aufgefüllt werden oder leer laufen und die Schifffahrt auch auf den Flüssen eingeschränkt werden muss. Auch der von mir erwähnte Rückgang der Nettoproduktivität der Biosphäre ist auch ein Rückkopplungsmechanismus. Die gesamte Erde stellt heute noch eine Senke für CO2 dar. Das heißt, sie absorbiert mehr, also es wird mehr tatsächlich aus der Atmosphäre entfernt, als dazukommt. Und davon wird ein Viertel von den Ozeanen aufgenommen und ein weiteres Viertel wird in der Biosphäre gespeichert. Ja, in Blättern, Baummasse, also Holzmasse, Humus. Wenn die Temperatur steigt, regeln die Pflanzen ihre Photosynthese runter, andere Pflanzen kommen aus dem Optimumsbereich raus und sterben ab. Das heißt, zum einen nehmen wir weniger CO2 aus der Atmosphäre auf, ja, weil die Produktivität, die Bioproduktivität abnimmt. Auf der anderen Seite sterben Pflanzen ab, bei deren Verwesen CO2 emittiert wird. Also das heißt, wir ersetzen zum Teil eine Senke durch eine Quelle. Und dass das ein ziemlich großer Anteil ist, können wir hier sehen. Also diese Netto-Primärproduktivität der Biosphäre sind 60 Gigatonnen pro Jahr. Ja, wir haben 800 Gigatonnen Kohlenstoffverbindungen in der Atmosphäre als CO2. Die Netto-Bioproduktivität sind nur 2 Gigatonnen, weil natürlich nicht alles, was wächst, wird dann tatsächlich auch dauerhaftes CO2 binden. Im nächsten Jahr einjährige Pflanzen sterben ab und setzen dieses CO2 wieder frei. Also das heißt, die Netto-Bioproduktivität sind nur 2 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr. Trotzdem, das sind 2 Gigatonnen, die man nutzen kann, um CO2 zu entfernen. Hier sind nochmal die Gebiete gezeigt mit der höchsten Netto-Primärproduktivität der Biosphäre. Und sind ganz klar auch hier, ja, die Äquatorialgebiete, hier ist Südostasien, Äquatorialafrika und hier Bereich Südamerika, die Äquatorregion. Und natürlich die Wüstengebiete hier mit der geringsten Bioproduktivität. Das ist auch verständlich. So, damit komme ich schon zum Ende. Schon ist gut. Durch die Emission von infrarotaktiven Gasen und da hauptsächlich CO2, Methan und Lachgas heizen wir also die Atmosphäre der Erde auf. Und die globale Durchschnittstemperatur ändert sich dabei mit einer Rate, also mit einer Änderungsrate, die bisher in der Erdgeschichte so noch nicht aufgetreten ist. Die Folgen der Erwärmung sind für uns heute bereits feststellbar. Die Kipppunkte oder das Erreichen von Kipppunkten macht diese Entwicklung noch zusätzlich gefährlich, weil hierdurch könnte dieser ganze Prozess irreversibel werden. Und wir müssen deswegen dringend Maßnahmen ergreifen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und
auch heute wieder kein Abschluss der Vorlesungen. Dankeschön. Ohne Silvester. Hallo Silvester. Okay, wir kommen auch schon zur Abschlussfolie. Ich habe den in der letzten Vorlesung entstandenen CO2-Äquivalent-Gehalt bei Atmosphäre kompensieren lassen. Und so habe ich einfach mal angenommen, dass 1000 Aufrufe kommen. Das war jetzt in den ersten 24 Stunden ganz gut gegeben. Eine Stunde streamen pro Person emittiert ungefähr 520 Gramm CO2. Und daraus ergeben sich dann eben 520 Kilogramm CO2, die durch euer Streamen emittiert wurden. Ich habe das mal hier auf der linken Seite das Zertifikat zu sehen. Für euch alle kompensiert bei Atmosphäre. Atmosphäre ist hier nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt noch Arktik, Klimakollekte, Klimamanufaktur, MyClimate, PrimaKlima und so weiter. Das ist zum Beispiel bei Flugreisen nicht das erste Wahlmittel. Da muss man sagen, ist vermeiden besser als kompensieren. Aber für alle anderen Emissionsprozesse finde ich eine sehr gute Möglichkeit. Und zwar nicht jetzt wegen des direkten Effektes, den man dadurch hervorrufen kann, sondern weil man sich darüber immer wieder bewusst macht, eigentlich, wie viel man emittiert und über welche Prozesse man auch emittiert. Und also wer das möchte, kann sich das gerne mal ausrechnen. Das sind pro Vorlesung hier nur Cent-Beträge und ihr könnt gerne euer Streaming bei einem dieser Anbieter zum Teil kompensieren lassen. Was ich mir vorstelle, auch das jetzt noch am Ende dieser Vorlesung, weil wir sehen uns ja erst wieder zur letzten Vorlesung. Ich hätte ganz gerne, dass wir um dieser Veranstaltung in diesem Jahr ein bisschen mehr Persönlichkeit zu verleihen, am Ende ein ganz großes Poster machen, in dem die Fotos von allen oder zumindest von möglichst vielen der Teilnehmenden zusammen als Collage zusammengestellt werden. Jetzt schickt mir bitte noch keine Bilder, weil mein E-Mail-Account würde überlaufen. Ich richte noch eine Funktionsadresse ein, die wird es wahrscheinlich ab Montag geben. Die heißt klimakrise@hhu.de, wenn alles gut geht. Und da könnt ihr dann, ich werde das aber im LSF nochmal genau ankündigen, da könnt ihr dann Fotos hinschicken. Und ich werde dann ein großes Poster machen bis zum Ende der Veranstaltung. Und dann können wir uns alle nochmal Auge in Auge sehen. So, damit hat es heute lange ausgehalten. Sind wir am Ende von dieser Vorlesung. Und ja, ich bedanke mich für eure hoffentlich da gewesene Aufmerksamkeit. Das ist ganz schwierig für mich, nur so mit der Kamera zu reden und nicht in Gesichter, die mir sagen, ob alles ankommt oder nicht. Aber ich weiß natürlich, solange Silvester da ist, ist alles in Ordnung. Bis dann, macht's gut.